Und ein herzlich willkommen mit mir hier, der Stefan, bei einer weiteren Folge von Not in Heaven. Aufgabe: Finde einen Weg aus der Höhle. Ich habe, wo ich das geschnitten habe, gemerkt, dass... Alter! Ist das dunkel! Ich glaube, ich muss die Fackel wahrscheinlich mit... Oh mein Gott, okay. Ich sehe gerade links auf meinem Bildschirm, dass da, dass ich da gar nichts... Doch jetzt, bisschen. Okay, gut. Oh, Alter, ist das... Nein! Alter! Nein! So, denn wo ich die Videos geschnitten habe, habe ich gemerkt, dass ich kaum mit Betonung gelesen habe, den Untertitel. Da werde ich jetzt die folgenden Videos mit Betonung vorlesen. Bam, bam, wir sind in so einer schönen Höhle natürlich. Rechter Bildschirm geht einfach raus. Bye, bye, er verabschiedet. Ist schon wieder, Alter. Ey, was ist denn jetzt los, Alter? Alter. Das HDMI-Kabel schon wieder heiß. Wahrscheinlich. Oh, jetzt habe ich einen Blackscreen. Jetzt geht's wieder. So. Ich hab kurz das HDMI mal rausgezogen. Ich werde den Monitor kurz ausmachen. Ich werde mir in der nächsten Zeit ein neues HDMI-Kabel an. Vielleicht habe ich schon in der nächsten Folge ein HDMI-Kabel. Mama! Was ist das für ein hässliches Vieh? Verpiss dich! Alter, hallo? Was ein bisschen blöd ist, dass mein Mauszeiger immer noch aus dem Bildschirm rausgeht, aber komm. Ich hoffe, dass die Spinne jetzt sich mal absetzt. Oh, da ist ja doch eine. Alter, wie soll ich das denn machen? Okay, ich hoffe, man sieht was, weil wenn ich das hochlade, ist es jedenfalls ein bisschen nicht so geil ist. Da 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 da. Bring ins Wasser. Ja, ich kann nichts anderes machen. Haha, ihr löschen. Ich bin viel cooler als ihr. Diese Aufnahme wird etwas länger. Ich möchte meine Videos eigentlich auf 5 Minuten strecken. Dafür gibt es Tag halt 2 Videos von dem Stream. Wenn ich das 10 Minuten lang mache, gibt es noch ein Video am Tag. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was euch besser gefällt. So, und jetzt sind wir irgendwo Aufgabe. Erreiche! Ich konnte es leider nicht lesen. Alter. Was sind das für Viecher? Oh, ja. Ey!
Ich springt es mich One-Hit an und ich bin tot. Okay, ich bin in einer Tür reingerannt. Jetzt, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Sind das für... Hi. Es sieht aus, als würde auf dem Sockel etwas fehlen. Finde den fehlenden Gegenstand. Wir am besten jetzt erstmal geradeaus. Alter! Nein! Ich habe mich so hart erschrocken. Puh. Mama! Na. Gehen wir jetzt erstmal nach rechts. Was waren das für Viecher? Sagt es mir. Please! Wow! Wow! Voller Scheiß. Wow, ich habe den Mauszeiger schon wieder auf dem linken Bildschirm. Also, Kyler kann's gar nicht hier. Gibt auch nur einen Eingang. Hä, wie soll ich das denn machen? Kannst ja mal probieren, sehr langsam durchzugehen. Aber das wird nicht klappen. Ah, guck. Okay. Noch alles gut. Weil eben bin ich gerannt und jetzt muss ich wieder so langsam laufen. Ich bin maximal verwirrt, sag ich mal so. Mal muss ich rennen, mal muss ich langsam gehen. Es ist ja auch kein Spaßspiel. Ich mache das jetzt gerade mit Absicht bisschen so wieder so ein Horrorspiel, weil ich habe schon kein. Goldene Schale aufgehoben. Aber Viecher stehen da immer noch. Okay. Ich sehe nicht ganz genau, wo das nächste Vieh bei mir hier steht. Ah, da steht das nächste. Hier muss dann noch einer irgendwo stehen. Nee. Super geil. So, wir haben jedenfalls jetzt eine komische goldene Schale. Das heißt, wir können jetzt hier hin laufen. Ich glaube, wir haben eigentlich alles. Ne, wir brauchen noch einen. Naja, wir brauchen noch einen. Ja.
Oh. Ja komm, jetzt machen wir erstmal diesen Teil hier. Oh! Boah! Junge, Junge, Junge! Wir schaffen das noch heute. Jetzt. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich hab immer Blutrausch. Jetzt. Aber interessant ist das Game. Jetzt! Oh! Wir gehen ganz langsam. Ich weiß nicht genau, was jetzt vor mir passieren wird. Ja, okay. Ich sehe echt gar nichts. Vielleicht rede ich gerade ziemlich wenig, aber ich muss mich echt gerade konzentrieren, dass ich nicht verkacke hier. Einen Jumpscare jetzt abzubekommen. Aber wenn ich einen Jumpscare abbekomme, weil ich mich getan habe, dann kriege ich einen ordentlichen ab. Jetzt machen. Gar nicht. Oh nein. Ich nochmal. Wirklich sind die Teile denn? Und ab. Jetzt. Ich sehe den nächsten da hinten schon. Jetzt! Boah, Junge, 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 Junge! Das ist ja wirklich ein bisschen hart, Alter. Und jetzt! Okay, jetzt sind wir erstmal frei. Willst du mir. Achso, okay. Das ist eine silberne Schale und ich muss. Hier einfach so über durch. Das freut mich gerade echt sehr zu sehen. Wir kommen langsam auch zum Ende. Wir lösen das Rätsel in der nächsten Folge, was genau jetzt hinter der Tür ist. Damit verabschiede ich mich von einer weiteren Video von Not in Heaven. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Um nichts zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren. Und ein herzlich willkommen mit mir, hier der Stefan, bei einer weiteren Folge von Not in Heaven. Ich vermute, es wird ein 5-Minuten-Part. Würde mich sehr freuen. Wir lösen jetzt das Rätsel hinter der Eule, was jetzt, ich glaube, hinter der Tür. Und wenn die Eule dreht sich, vielleicht öffnet. Es kann gut sein, dass jetzt Eule sich dreht und hinter der Eule geht die Tür auf. Oh yeah. Tolle Sauerange. Gut, ins Wasser fallen kann ich. Dachte ja. Ich hab schon Leichen gesehen. Kadaver drum tragen. Vielleicht kriegt die kleine Olle eine Dusche. Natürlich nicht. Gehen einfach auf Person. Mama?
mein kleiner Schatz. Oh, wie süß. Muss man echt sagen. Wir müssen gehen. Wir müssen dich zurück zu deinem Vater bringen. Das war so schlecht gerade gelesen, aber egal. Mal gucken, was jetzt passiert. Okay, sehr gut. Noch nicht das Ende. Ich wäre sehr traurig so. Ich weiß gar nicht, wie lange das wird. Ist der Eingang? Das macht echt Bock. Aufgabe, finde deinen Körper vor der Frau. Was? Mama! 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 Mama. Alter. Jeez, verpissen Sie sich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weg. Wow. Mein Gott, es ist meine Leiche. Was? Du frisst ihn auf. Oh nein. Oh nein. So, da sind wir wieder. Wir sind genau am Anfang. Jetzt schaffen wir das vor der Frau. Wird easy. Wäre ungefähr, wo wir hin müssen. Hier wäre kein Eingang, da waren wir. Wie sieht es hier denn aus? Oh yeah! Sehr gut! 35 Sekunden, jawoll! Rekordzeit, Baby! Santa Claus ist da. Oh, oh. Da ist Daddy. Hello, Daddy. Okay, gut. Oh mein Gott, ich frage mich, was denn überhaupt passiert ist. Sweetie? Süße? Oh, wie süß, Alter. Das... Robben. Auto-Tune, genau. Auto-Unfall. Animation, 3D, Modding, Soundfake, Music. Yo, jetzt einmal ein kleines Feedback des ganzen Spieles. Also, das Spiel basierte halt darauf, dass ein junges Mädchen irgendwas hatte, lag hinter im Krankenhaus und vermute, sie lag im Kummer. Wir mussten Rätsel lösen, die wir auch gemeistert haben gemeinsam. Es war schon strange zwischen so ein paar Dingen.
So viele Jumpscares waren es halt leider nicht. Es waren die ersten Parts war sehr verstörend, sagen wir das mal so, in sehr freundlichen Formen und Zügen. Also, nach meiner Meinung bekommt es 9 von 10 Punkten. Mir hat das Horrorspiel echt verdammt Spaß gemacht. Ich finde schade, dass es jetzt vorbei ist. Auf der anderen Seite finde ich ziemlich gut. Und ich gucke halt danach jetzt bald nach einem neuen Horrorspiel. Um nichts zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren!